So, ich habe hier ein Glas, da habe ich mir von Onur, also von meinem Bootsbauer, habe ich den Kleber hier besorgt und den habe ich gleich mit der Verdünnung portioniert. Und das ist jetzt die zweite Schicht, was ich aufbringe. Also ich möchte es natürlich hier an der Verdickung, dass eben das nicht bei einem großen Fisch wie bei einem Wels oder so runtergeruppt wird. Das ist, ja, der Zimmerer sagt Verstrebung, ja, und das ist eben hier ein bisschen verstärkt. Und genau da bringe ich eben meine Rutenhalter dran. Das ist jetzt die zweite Schicht. In dem Glas habe ich natürlich meinen Pinsel, den habe ich vorher gekürzt. Und jetzt kann ich hier ja, das zumachen und das aufbewahren, bis ich eben fertig bin. Das ist die zweite Schicht. Das heißt, jetzt kommt der Kleber ab. Nach der zweiten Schicht, sagt mein Freund Ornusch, muss ich das sofort wegmachen. Ich verlinke euch die Seite, wie er das in der Werkstatt macht. Wir machen es daheim. Ich zeige euch nachher nochmal die Markierungen, wie ich das mache, dass ich ganz genau weiß, wo das hinkommt, dass die Elemente ganz genau, ja, man muss sie ja vorher schon ausrichten, das habe ich ja schon getan, aber jetzt zum Schluss muss man das nochmal kontrollieren, bevor die Dinger bombefest drauf sitzen und dann kriegt man die Teile, die Elemente auch nie wieder ab. Also, dann würde ich sagen, bis in einer Viertelstunde. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt meine Kleber dran gemacht. Ich mache das nicht mit Strichen oder so. Ich habe das so, diese Flucht, genau da wird es angeklebt, in der Mitte von dem Feld. Ihr seht, wenn ich das warm gemacht habe, den Kleber mit dem Heißlüfter, dann sieht man eben den Kleber nicht mehr. Und darum braucht man so eine Hilfe. Ich habe das mir jetzt nicht drauf gemalt. Ich habe das drauf geklebt mit so Isolierband. Funktioniert gut. Und dann muss das genau perfekt da drauf. Ihr seht, ich habe locker 5 Millimeter mehr drumrum. Und natürlich habe ich das hier in der Verstrebung, weil der Zimmerer sagt, da ist es viel stabiler. Und so ist das. Wenn wirklich mal ein Wels an der Rute zerrt, dann ist dieses Element hier stabiler als wie hier zum Beispiel. Da könnte es sein, dass wenn das Material schlechter wäre oder so, dass es euch das Material aufreißt, wenn ihr die Bremse zu habt. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt alles warm und klebt das da drauf. Es wird jetzt laut und ihr dürftet natürlich eventuell Musik hören. Also, bis gleich. Ich habe den Heißlüfter hier, das heißt, ich fange jetzt an. Mit der Stufe 1 werde ich das erstmal so eine Minute warm machen und dann nochmal auf die Stufe 2 richtig, bis das hier ein bisschen blubbern anfängt. Und dann positioniere ich das ganz genau und klebe das fest. Und dafür habe ich natürlich ein Hilfsmittel ja, parat gelegt, das ich zum Andrücken brauche. Ein ganz normaler Löffel. Und ja, darf halt keine scharfen Kanten haben, dass man da ordentlich drücken kann. Und ja, ich fange jetzt an. So, erstmal in der Mitte drücken. So, das erste ist schon mal fertig. Das wird noch ein bisschen gereinigt.
Ja, den Kantenmesser ordentlich drücken. Ich würde sagen, ihr seht's, ich drücke immer diese Kanten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Elemente hier fast wie verschmelzen. Man sieht es hoffentlich auf der Kamera, dass das hier so, das ist wie verschmolzen, diese Kante jetzt hier. Richtig gut geworden. Jetzt drücke ich noch ein bisschen drauf, bis es einigermaßen abgekühlt ist. Dann ist das auch fertig. Gut, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.